Wir haben ihn in der Nacht gesehen, Paul Ronsheimer, unseren Reporter in Kiew. Jetzt ist der Tag wieder angebrochen. Paul, wie war die Nacht? Wie seid ihr da durchgekommen? Thomas, es war eine Geisternacht, muss man sagen, als wir von diesem Brunnen dort zurückfuhren in unser Hotel, das mit Generatoren betrieben wird. Also wir haben das Glück, dass teilweise eben der Strom und das Wasser noch funktionieren in den Hotels. Aber dann, wenn man hier morgens wieder rauskommt und mit den Menschen spricht, ich habe von Leuten gehört, die morgens den Schnee sozusagen gekocht haben und da Wasser draus gemacht haben auf ihrem Gaskocher. Teilweise funktionierten die U-Bahnen nicht. Also es war ein großes Chaos und doch, auch wie man in dem Beitrag gesehen hat, nehmen die Menschen das relativ klaglos hin. Sie sagen, die Situation ist nun mal so, es ist Krieg und wir werden das durchhalten. Allerdings stelle ich das etwas in Frage, denn wenn es so weitergeht mit dem Beschuss hier von Kiew, das hat mir auch Vitali Klitschko gesagt, wenn die Temperaturen dann noch weiter nach unten gehen, dann wird eine Teilevakuierung der Stadt immer wahrscheinlich. Paul, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wir sehen es schon im Hintergrund, es hat bereits geschneit in Kiew und man muss ja damit rechnen, dass die Angriffe weiter fortgesetzt werden, eben auf die kritische Infrastruktur. Was sind außer Teilevakuierungen andere Arten, sich vorzubereiten? Absolut. Man muss eines ganz klar sagen, die Russen haben ihre Kriegstaktik so rund um Oktober geändert mit einem neuen General. Neben den Frontkämpfen, wo sie ja wenig Erfolge verzeichnet haben, haben sie dann immer wieder zivile Infrastruktur nicht nur in Kiew, sondern im ganzen Land bombardiert. Und von diesen Raketen, selbst wenn da 80-90% abgefangen werden von den Ukrainern, unter anderem durch deutsche IRIS-T-Systeme und andere Flugabwehrsysteme, bedeutet das immer noch, dass es einzelne Treffer gibt. Und wir haben jetzt ungefähr in dieser neuen Welle des Krieges anderthalb Monate und schon jetzt sehen wir, dass die russischen Raketentreffer erzielen, dass dadurch die Versorgung immer schwieriger wird und irgendwann ist der Punkt gekommen, dass es nur noch schwer zu reparieren wird. Was kann dann passieren? Selenskyj hat angekündigt, der Präsident, dass es ungefähr 4000 Wärmezentren geben soll, also wo Menschen, die keine Heizung haben, keine Elektrizität haben, sich aufhalten können. Aber da ist die große Frage, was ist mit den alten Menschen, die nicht mobil sind? Was ist mit Kindern, mit Babys? Was ist in den Krankenhäusern? Wir haben ein Video gesehen von einem Krankenhaus, wo eine Notoperation mit trotz Stromausfall stattgefunden hat. Also das sind dramatische Konsequenzen, mit denen die Menschen hier in Kiew leben müssen. Und es wird eher noch schlimmer, denn der Winter wird brutaler. Ich kenne das aus den letzten 10 Jahren, Kiew, Berichterstattung, Ukraine. Das wird eigentlich jeden Winter mindestens für ein paar Tage bis zu minus 20, bis tief minus 20 Grad. Mhm. Wir haben in dem Beitrag, den du uns geschickt hast, Paul, einen Mann gehört, der gesagt hat, nein, wir bleiben trotzdem hier. Die Frage ist aber, wie lange das durchzuhalten ist. Über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Deutschland unter anderem. Ist das auch ein Kalkül von Putin, die Menschen in die Flucht zu treiben nach Europa und dann Europa zu destabilisieren damit? Absolut, Thomas. Davon ist auszugehen. Das haben wir bereits in Syrien erlebt, als Russland großflächig bombardiert hat, zusammen mit Diktator Assad. Da haben wir diese große Welle 2015 erlebt. Und natürlich gab es die Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu Beginn des Krieges, Ende Februar. Dann sind im Sommer vor allem viele Menschen hier zurück nach Kiew gekommen, weil sie dachten, hier ist es etwas sicherer. Hier gibt es nicht so viel Raketeneinschlag. Hier ist keine Front mehr wie im Februar, März. Es ist sozusagen im Osten und Süden. Und das hat sich jetzt brutal verändert. Ich gehe davon aus, dass wir uns auf eine hohe Flüchtlingszahl einstellen müssen. Und das ist Putins Strategie absolut richtig. Er will Druck auf Europa machen, damit Europa Druck auf Selenskyj, die ukrainische Regierung, macht, dass man hier verhandelt, dass man damit dann wiederum Russland die Möglichkeit einer Verschnaufpause für das Militär gibt, wodurch dann das Militär wieder sich stärken könnte und erneute Angriffe fahren könnte. Das ist die Befürchtung hier in Kiew und das ist der Grund, warum man im Präsidialamt sagt, es macht für uns momentan keinen Sinn zu verhandeln. Paul Ronsheimer, live aus der Ukraine. Danke an dich.